Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Let's Play SMP Live Utream. Ja, es kam jetzt die letzten Tage nichts, ja. Wie schon im Video gesagt, mir haben jetzt nicht leid, aber. Ja, das. Nee, ging einfach nicht. Ende, so. Jetzt ist es zu spät, jetzt kann ich nichts mehr dann ändern. Also, ja, jetzt versuche ich aber heute wieder dann. Also für euch heute, das dürfte mein Morgen sein. Schätze ich mal so ungefähr. Wieder immer pünktlich Videos zu bringen. Na, dann sind alle beteiligt. Noch ich zufrieden. So, ich weiß noch gar nicht, was ich in dem Part alles machen könnte. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, okay, ich habe jetzt noch ein paar Stunden Zeit. Und versuche jetzt einfach mal so viel wie möglich noch in der Zeit aufzunehmen, um dann eben nicht wieder morgen da zu stehen und zu denken, ach scheiße, ich habe schon wieder kein Video, ich kann schon wieder nichts hochladen, ne? Da habe ich die Gelegenheit einfach mal genutzt. So, ausnahmsweise. Wir gucken erstmal, wie viel Geld ich habe. MMO 83.000, okay, da brauche ich nichts dran machen erstmal, das reicht, und ich habe auch noch, glaube ich, gejobbt, also ich dürfte am Payday noch was bekommen. Da, ich habe Tode. Das ist richtig schwere Entscheidung. Okay, dann gar nichts. Ich könnte. Ja, das ist eine gute Idee, ja. Ich werde mir ein Haus suchen, in dem ich mich einbinden kann. Das hört sich gut an. Ja, tut's auf jeden Fall. So, jetzt mal da hingehen. Und ja, morgen ist auch schon das hier 2 Jahre Live Your Dream Event. Für euch dann. Heute. Für euch ist es schon vorbei. Ach Gott, das ist so verwirrend. Jetzt sag ich vielleicht später, vielleicht nehme ich 2 oder 3 Videos auf und dann plötzlich, ja, das war für euch vor 3 Tagen und für mich ist es morgen, oh ja. Ja. Nee, oder? Okay. Ich glaube, es reicht, wenn ich das in diesem Video sage. Warum soll ich das in tagelanger Vergangenheit nochmal sagen? Ich weiß nicht. Ja, das ist eben auch ein Grund, warum ich jetzt, in Anführungszeichen so viel aufnehme. Beziehungsweise ich jetzt versuche heute noch möglichst viel aufzunehmen, um das dann alles hochzuladen. Damit die Event-Videos, wie schon gesagt, geplant 30 bis 60 Minuten lang werden. Und naja, ich denke mal, der kundige YouTube-Gucker weiß, damit 30 bis 60 Minuten Videos sich nicht innerhalb von 2 Minuten rendern und hochladen, ne? Das dauert leider immer seine Zeit und deswegen. Ja. Ist es da besser, wenn ich ein paar Tage Zeit habe, um das alles zu machen. Mal gucken, das Problem ist halt, ach, was soll ich sagen? Das ist unglaublich, ja. Irgendwas auf jeden Fall. So. Ja, ich werde mein Haus neben dem Flughafen suchen. Oh. Hi. Auf was sonst niemand kommt. Oh, er ist gesucht. Oh, geil. Ich bin reich. Alter, hat er mir 50.000 gegeben. Alter. Ich frage mal kurz, ob er ein Haus kennt, wo ich mich anbieten kann. Kennst du ein Haus, wo ich mich anbieten kann? Nee, vergesse ich schon nicht, ja, weil ich habe ja einen Special geplant. Ich mache ja dann ein Special. Mit langen Videos und so. Ja, komm, bestenfalls natürlich. Weil wir wollen ja nicht weit weg vom Flughafen sein, wenn wir mal wieder jobben wollen. Pilot. Bester Job und so. Mal gucken, ob man da was weiß.
Weil ich habe das Gefühl, so ein Flughafen, hier gibt es gar nicht so viel. So, die Stoppuhr sagt, wir haben 5 Minuten, ja. Ich habe dran gedacht. Ihr werdet es mir nicht glauben, ich habe dran gedacht. Das ist so ungefähr, also ich denke mal, das wird ungefähr ein paar Sekunden zu spät sein. Aber im Grunde schon passen. Bin gespannt, wo er hinfährt. Weil das ist ja hier definitiv noch nicht Flughafennähe, ne? Okay. Was war das? Ich sag's mal so, es ist näher als alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Oder? Okay. So, dann lass jetzt kurz mal mein Auto mal an. Hier. Ach, 100 Dollar, das ist schon alles geht. Mieten. Ach nee. Hausmieten. Gut. Dann fahre ich noch kurz mein Auto. Komm. Und slash parken. Was? Ich schau mal bei den Garten-E-Bieten. Was? Wo ist er hin? Ach da. Da habe ich ja jetzt kurz aus den Augen verloren, ja? Das ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Was heißt GF? Ah, das könnte Gangfight heißen, oder? Ja. Oh, das ist ja noch viel näher, damit ich jetzt ein. Das ist ja noch viel näher, das ist ja perfekt. Kann ich mich da zum Auto rüberstellen hier so? Obwohl, darf man das? Ich will mein Auto nicht zu weit wegstellen, sonst würde ich dahinter stellen, aber das ist schon wieder so. Ja, weit weg in Anführungszeichen. Das wird ja mal besser. Können wir mal gucken. So, Zeit, sag, wir haben noch. Gucken, wo. Wie immer. Erstmal richtig lange überlegen, was ich schreiben soll. Aber hier ist auch gerade richtiges, schäbiges Viertel, ja. Oh, Parkplatz, 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 Parkplatz. Oder jedenfalls irgendwas, das man als Parkplatz zweckentfremden könnte. Ich gerade schon dabei bin, dann parke ich das auch so da wie möglich. Das Parken. Wir müssen gleich tanken gehen. Merke ich gerade. Oh Gott. Das Benzin ist so teuer, ja. Aber uns wurden ja gerade 50.000 gegeben, ja. An dieser Stelle nochmal hammermäßig vielen Dank dafür. Also das ist echt geil. Oh Gott, wie kann ich mich entmieten? Slash, slash. Okay. Viel Spaß. So, slash entmieten. Help. Mal gucken. Haushotelbefehle. Haus entmieten. So. Slash Hausmieten. Und Smasher 6611. Wenn man das ausspricht, glaube ich nicht, dann tut das aber nicht leid. Ich weiß, wie nervig das ist, wenn Zahlen versprungen werden. War jedenfalls für mich früher immer so. Ja, wurde gespawnt. Hausmieten. Meins. Oh. Wie schade. Aber mein Auto ist noch da. Kann ich mit dem fahren. Achso.
So. Wahrscheinlich reichen die 50.000 jetzt auch gerade mal für einen vollen Tank. Na, mal gucken. Ich werde jetzt mal gucken, wie teuer das Benzin hier ist. Und wenn das zu teuer ist, dann werde ich. Also hier ist ja irgendwo eine Tankstelle gleich um die Ecke. Und wenn das jetzt zu teuer ist, dann werde ich wieder rüberfahren nach SF und da tanken. So, wo war die denn jetzt? Da links. Hier natürlich Ortskenntnisse wie sonst was. Preis ist. Denk mal, das sind falsche Preise. Super 200, passt. Bin zufrieden mit. Gibt es nicht für Karlok auch eine Tastenkombination? Gibt es das oder gibt es das nicht? Wer das wisst, ja, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, weil ich habe echt keine Ahnung. Die Motortastenkombination. Für alle, die es immer noch nicht wissen, Leertaste in Numpad 6. Habe ich auch nur durch die Kommentare. So. Slash tanken, oder? Genau. Ich hätte gerne Super. 50. Ich weiß, es nicht funktioniert. 45. Oh, ist einfach schön, ein volles Fahrzeug zu haben, ja. Nicht so die ganze Zeit so, ja. Alter, 9000. Auf jeden Fall. Wie komme ich denn jetzt bitte auf Mieten? Also, das ist komisch. Ja, dann hoffe ich mal, hat die Folge gefallen. Ja, schaltet nächstes Mal wieder ein hier bei SMP Live Your Dream. Bis dann und ciao.